Lass die mich irgendwie verarschen. Creeper, los. Schwing dein. Natürlich, Sims. Nach der Schule mit zu Bastardian. Okay. Schlepp Bastardian hier direkt für mal die erste. Das ist doch nicht dein Ernst. Bastardian hat direkt am ersten Schultag eine. Ach nee. Das ist nicht dein Ernst. Bastardian, du bist ein richtiger Hengst. Moin, hey, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sims 3 Until Death. Und wir müssen ganz leise sein, denn unsere Sims hier, sie schlafen allesamt noch. Wie wir sie in der letzten Folge zurückgelassen haben, liegen sie immer noch hier und schlummern wohl, weich gebettet auf Federn. Zuletzt hat sich Blaupa ja ins Bett begeben, nach seinem Blasenunfall. Und Karl hat auch schon Hunger. Wir starten direkt mal wieder. Und ich gebe auch direkt schon mal schnell die ersten Befehle für den Morgen aus. Dass wir direkt schon mal so einen kleinen Zeitvorteil haben. Und jetzt schon mal alles soweit, ja, den Sims schon mal sagen können, was sie tun sollen. Eine böse Dusche nehmen. Ja, mach das mal, Bastardian. Genauso wie du, Creeper. Du bräuchtest theoretisch auch eine. Vielleicht hilft das Schwimmen hier irgendwie. Müsste eigentlich auch irgendwie den Dreck abwaschen. Rein theoretisch jedenfalls. Mal schauen. Obwohl, ich glaube sogar, die stehen um 7. Um 7, nee, doch nicht. Aber Emotion kann dann auf jeden Fall auch schon ins Bad. Zu der Zeit. Du schläfst erstmal weiter. Wir schauen mal, was mit der macht. Politikkarriere. Du könntest auf jeden Fall mal in der Zeitung nach einem Job suchen. Vielleicht findet sich da irgendwas. Exorbit darf dann auch ein Bad nehmen. Bis dahin sollten unsere beiden Jünglinge hier, Bastardian und Kri, schon aus dem Bett sein. Schon aus der Dusche raus sein. Wobei auch nur noch ein Tag ist, bis sie dann letztlich zum Teenager werden. Oh, und es wird auch schon hell, jedenfalls gehen schon alle Lichter an. Doch noch immer schlafen unsere Sims. Und noch immer gibt es Probleme mit der Musik. Überspringen. Vor. 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 Hallo? Ist da jemand? Das ist allein schon ein Beat. Bap, 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 bap. Ach ja. Nö. Oh. Warte mal. Doch. Oh Gott, was ist das denn noch? Oh Gott. Hier läuft ja immer noch. Alter. Arschend laut Musik. Wenigstens mal etwas leiser machen. Halt bis ins obere Stockwerk. Geht ja mal gar nicht. Das ist aber auch wieder. Das ist auch wieder live. Bastardian hat bald Geburtstag. Bastardian hat in ein paar Tagen Geburtstagskuchen. Das ist natürlich so eine Sache. Kri hat auch bald Geburtstag. Dann werden die beiden zu Teenagern. Nein, ich weiß. Der Schulbus kommt um 8. Ach du meine Kacke. Na, obwohl eigentlich geht es ihnen soweit ganz gut. Oh. Cool hat auch Hunger. Schauen wir mal. Die Hotdogs werden scheinbar irgendwie nie leer. Finde ich gut. Hygiene. Ja, mal schauen. Wie wir das denn letztlich regeln. Oh, oh mein Gott. Scheiße. WTF. Warum genau, liebe Emotionen, gehst du jetzt schon... Oh nein. Oh nein.
Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert, so eine Dusche, aber. Ich weiß auch gerade nicht, in welches Bad ich sie geschickt habe. Na, es wird ja vielleicht. Also, Bastardien wird wahrscheinlich auch fertig werden. Oh nein. Und da kommt Emotion schon. Und der Schulbus kommt jetzt gleich. Oh nein. Ah, Emotion muss erstmal. Nein, stopp. Emotion muss ja nichts. Warte. Alter, ich habe es gerade eben nur hier oben mal eben kurz gesehen. Am WTF hat sich der Bus gerade von da vorne nach unten so. Verfügbare Jobs teleportiert. Podiumspolierer. Ich denke mal. Podiumspolierer. Die Stadt braucht eine starke Hand, die sie führt. Dafür ist Adolf Hitler aber mal genau der Richtige, würde ich mal sagen. Die Gesellschaft bereichert, sowie Wohlstand und Reichtum sorgt. Ist ja auch schon mal richtig. Hat er zumindest in der WG gemacht. Im Rathaus werden noch charismatische Sims gesucht, die wissen, an wen sie sich wenden müssen, um in den Genuss finanzieller Zuschüsse und weiterer Vorteile zu kommen. Wir nehmen die Karriere mal an. Wundervoll. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde. Okay, ja. Kaum wird der gute Adolf Hitler reich, schon wollen die ganzen Frauen an ihn ran. Kannst duschen. Ach, die gehen. Das machen sie sogar frei. Also, die fahren sogar automatisch zur Schule und laufen automatisch durch den Bus. Wow. Durchschnittlich rumgammeln. Erstmal würde ich sagen, am ersten Schultag so ein bisschen durchschnittlich. Da mit der Zeit ein paar neue Freunde finden. So, Bastardian lässt ganz locker angehen, obwohl gleich die Schule anfängt. Weil die mich irgendwie verarschen. Kripa, los! Schwing dein. Natürlich, Sims, natürlich. Alter, Kri! Ich glaub's ja nicht. Kri, also du gehst jetzt. Kri geht nicht durch den. Das ist Vorbild. Das ist manchmal Vorbild. Kri! Oh mein Gott. Wie fährt der Bus denn bitte? Ach du meine Güte. Ja, Freude. Alle Kinder sind aus dem Haus und Jugendliche. Wow, toll. So. Du hast Hunger? Aufräumen. Ja, kannst du es sauber machen? Man kann es eigentlich als sauber machen nehmen. Eine Mikrowellenmahlzeit kannst du dann einmal machen. Cool Down hat ihren ersten Schultag. Sie wird immer. Okay. Kripa. Furchtbar. Warum? Ich dachte immer, gerade jetzt so bei Kripa und Bastardia wäre irgendwie der erste Schultag immer etwas Spannendes oder so. Aber nein, Bücherstapel, furchteinflößende Lehrer. Ich finde, der erste Schultag, also so grundsätzlich, ist doch irgendwie immer was Spannendes und Interessantes. Und dann. Oh. Dann sinkt die Spannungskurve immer weiter. Bis die Motivation irgendwann ganz am Boden liegt. Ich schau, ja. Ich schau noch mal, ob das irgendwann mal richtig funktioniert. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Zeit läuft da nur live. Aber ich habe da deutlich mehr Lieder als live drin. Da ist nur live. So, Mikrowellenmahlzeit, ja, komm. Mach doch erstmal Mikrowellenmahlzeit, soll erstmal reichen für euch. So, du kannst da eigentlich auch gleich wegräumen, wenn du fertig bist. Lieber Herr Wittler. Bah, okay. Ach so, noch in seinem Schlafgemach. Aufräumen. Ach, manches läuft ja doch von selbst. Ist dann ja doch ganz praktisch. Hunger hast du auch. Ja, du hast auch nicht so viel Hunger. Du kannst auch mal was zubereiten. Betrachten bringt dir nicht viel. Links. Nee. Okay, er findet das. Irgendwas ist fertig, gepiepe gut. Ich dachte schon, irgendwas wäre kaputt. Cooldown, wissenschaftliches Projekt. Mache ich grundsätzlich nicht sowas. Weiß ich auch nicht warum. Irgendwie habe ich zu sowas keine Lust. Da muss man oftmals. Ah, Waffeln, geil. Oh, Waffeln.
Jetzt habe ich Bock auf Waffeln. Danke. Danke, Sims. Vielen Dank. Bestnote in der Schule. Ich kann es dir mal deine Wünsche mit reintun, aber ob denn wirklich erfüllt wird, versprechen kann ich auf jeden Fall nix. Mal ver. Oh. Und Emotion steht immer noch. Exabit steht immer noch vor der. Vor im Bad. Vor im Bad, ja. So, Exabit. Komm dann mal weg. Du darfst auch was essen, wenn deine Schwester jedenfalls irgendwas zubereitet hat. Ist ja gerade noch nicht der Fall. Kannst du lange noch mal deinen Haaren dran stellen? Hatten auch Hunger? Wahrscheinlich hatten auch Hunger. Oh, auf jeden Fall auch Haaren dran, okay. Dann kannst du hier hingehen. Und Hygiene. Dann möchte ich nochmal hier eben drauf achten, ob dann wirklich die Hygiene dabei verbessert wird. Mal schauen. So. Emotion ist doch nicht ganz fertig. Da komme ich auch etwas schneller. Die Kinder sind ja gerade eh in der Schule. Ah, es braucht zu lange, Mann. Bisschen blöd. Fähigkeit Logik. Ja, kannst du machen, aber. Was haben wir hier noch? Profisportlerkarriere. Ja, hierhin joggen. So. Hierhin joggen und dann da Schach üben. Du hast gleich auch Hunger? Moment, was ist eigentlich jetzt mit Schwimmen und Hygiene? Scheinbar nichts. Okay. Einerseits beruhigen. Nein, Emotion. Lass doch nicht das Essen anbrennen. Oh nein. So. Der gute Adolf nimmt sich aber mal ganz vornehm im Bad, gleich nachdem er erstmal hier richtig schön vom Sprungbrett ein Salto gemacht hat. Scheußlich. Emotion. So dauert es noch länger mit dem Essen. Wir aufräumen. Ach Mist. Mittagessen servieren. Dann machen wir hier irgendwas Leichtes, nur mal eben Herbstsalat. Komm. Nein, nicht sämtliches Geschirr auf dem. Ach. Ja, ich lass ihn mal machen. So, du hast jetzt aber schon ziemlich Hunger. Du darfst auch mal vorher noch eine Mikrowellenmahlzeit zu dir nehmen. Alle anderen müssen noch etwas warten. Okay. Bastardien könnten eigentlich auch gleich. Oh, nein, nein, noch schlimmer. Bastardien könnten dann eigentlich auch gleich schlafen. Blaupause steht da wie bestellt, nicht abgeholt. So, du darfst einen bösen Traum haben. Blaupa, Noten verbessern, nein. Warte mal, kann man dich auch zu Gelegenheiten irgendwie ausstellen? Allgemeine Einstellung. Hinweise. Erinnerung, Hinweise. Hier sieht man auch Selbstständigkeit. Ist auf aus und Alterung auf an, Lebenszeit kurz. Habe ich aber, glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Musik, ja. Benutzer definiert. Da sieht man sogar die komplette Playlist. Vorbei. Da fehlt was. Irgendwie muss da noch ein Fehler drin sein. Ich schaue noch zur Folge da mal rein, wo genau da der Fehler liegt. Und dann werden wir hier überall Musik haben. Haben wir zwar grundsätzlich schon, aber eben nur diese kleine Auswahl. Vielleicht, ja, irgendwie, es kann gut sein, dass es einfach Fehler bei diesen Liedern gibt. Weil es gibt ja scheinbar viele Lieder, die einfach so leer sind. Wo nichts kommt. Ja, wie gesagt, ich schaue mir das alles mal an. So, du hast deine Mikromahlzeit. Oh, genau, schneide ich auch noch. Super. Ja, Hunger, Hunger, Hunger. Du legst dich direkt schlafen.
Du darfst dann noch mal etwas. Ja, komm. Ein abgedrehtes Buch lesen, so. Ich hoffe mal, du hast Spaß dabei. Und dann darfst auch du schlafen, mein lieber Kri. Abgedreht. Abgedreht passt eigentlich sehr gut zu ihm. Eigentlich ein unauffälliger Junge, der auch seine normalen nach der Schule mit zu Bastardian. Okay. Schlepp Bastardian hier direkt für mal die erste. Das ist doch nicht dein Ernst. Bastardian hat direkt am ersten Schultag eine. Ach nee. Das ist nicht dein Ernst. Bastardian, du bist mir aber einer. Du bist ein richtiger Hengst hier. Am ersten Schultag hier direkt schon ein Mädchen mitnehmen. Oh mein Gott. Richtiger Vogel bist du. Richtiger Vogel. Oh, mit dem Fahrrad kommen wir. Okay. Hä? Hä? Warum das denn? Du bist doch auch mit dem Bus zur Schule gefahren. Und alle anderen nehmen auch den Bus. Wieder mal etwas, was ich hoffentlich nicht verstehen muss. Ihr beiden, bevor du jetzt direkt schlafen gehst, deine Energie geht ja auch noch. Nein, so. Stellen Sie mal nicht vor der Tür ab. Du kannst sie erstmal freundlich einen genialen Plan mit ihr teilen. Und vielleicht freundlich über den Tag reden oder sowas, über Schule beschweren. Ja, alles Scheiße, du. Kennenlernen. Ein bisschen Plan. Ich werde ganz viel Geld. Ganz viel Geld werde ich plündern. Aus den Banken dieser Stadt. Die Erde wird ausgelöscht werden. Das finden Sie scheinbar okay. Dann werde ich meine eigene Erde schaffen. Mit Tafeln, die einen großen braunen hölzernen Rand haben. Auch Schulbusse? So, die durch die Gegend fahren? Auf der ganzen Welt Schulbusse, das sage ich dir. Auf meiner Welt. Ah, ja. Ja. So. Sollte aber schon mal reichen, dass da wenigstens mal ein kleiner Kontakt besteht. Aber dann darf er auch direkt schon mal einen bösen Traum haben. So, Kripa, ja, schläft dann auch bald. Und dann ist Essen hier auch schon angerichtet. Endlich, endlich, endlich. So, genau. Blaupart jedenfalls mal Hunger. Du kannst den Teller aufräumen und dann auf die Toilette gehen. Und zwar hier in so einer dieser Kammern. Das sieht wirklich schon. Ja, das sieht irgendwie ekelhaft aus. Aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Irgendwie muss man sein Geschäft ja auch verrichten. So, der schläft. Du schläfst noch nicht. Harndrang. Dann würde ich mal sagen, so erstmal deinen Harndrang stellen. Und zwar genau da. Du machst eigentlich gerade gar nichts, okay. Fähigkeit Charisma lernen. Im Spiegel geht das, glaube ich. Nur haben wir hier keinen Spiegel. Cool. Macht auch nichts. Cool. Komm, leg dich einfach schon mal ins Bett. Dann kannst du ein bisschen in der Nacht die ganzen Sachen erledigen, wenn die anderen noch alle schlafen. Wachst du auf? Ich glaube doch da, ja, da haben wir den Spiegel. So. Und zwar reden üben. Er muss dann ja vor seinem ganzen Reich, tropisches Reich, auch seine Reden schwingen. So, Kaltrink. Ja, Kaltrink muss auch dem Schachfeld zeigen, was er so alles antrainiert hat. Warum nicht? Ach man, Karl. So. In die Hose machen soll es aber trotzdem nicht. So. Die ganze Welt werde ich erobern. Einfach nur Sibelisas und schon gehört alles mir. Das ist mein Plan. Hier auf dem nicht gerade tropischen, aber immerhin existiert. Nein, ich will keine Gelegenheiten, mein Gott. Immerhin existierenden Landschaften von
Wie heißt diese Stadt hier überhaupt? Ich weiß gar nicht. Hunger hat auch langsam etwas. Herbstsalat kann man sich auch gönnen. Hier, nimm dir mal einen Teller. Du machst gar nichts. Du kannst mir irgendwie mal deinen Hobbys nachgehen. Und zwar eine Gruppe mit Adolf Hitler gründen. Warum eigentlich nicht? So, dann gründe mal eine Gruppe. Warum auch immer. Mach's einfach mal, wenn es dir Spaß macht. Auf jeden Fall machen. So. Endstation Harthausen. Okay. Bestennote. Ja. Ah, mein Gott, die. Oh. Sie haben ja auch genau Hausaufgaben. Die darfst du auch mal machen, wenn du wach bist. Oh mein Gott, die große Zitrone. WTF. Wo soll man die bitte hinstellen? Alter. Halt einfach mal ein Auto. Du hast noch eine Zeitung. Das Wochengeschehen kannst du mal nachlesen. Ich ein bisschen über die Politik informieren. Wo du am besten anfangen könntest mit der Weltherrschaft. Der Cousin des deutschen Vorfahren. Hitler. Jetzt Adolf Hitler von den Truppen in die Stadt gezogen. Mit den anderen Teams hat hier das Haus finanziert. Und da liegen auch schon unsere beiden, obwohl sogar alle unsere drei Kinder-Teenager. Und wenn die liegen, naja, es soll erstmal reichen. Hausaufgaben müssen aber auch die auf jeden Fall machen. So, Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Euch, wie geht's euch denn? Ja. Du kannst auch direkt mal Herbstsalat nehmen, morgen früh. Teller nehmen. Blaupaar steht da irgendwie auch sehr verloren. Haushaltshilfe, nee. Grundlagen, das, das ist sehr schön. Bella freut. Das ist die. Das wird doch das Mädchen, das. Also. Blaupaar. Also, ich hoffe ja mal nicht, dass du. Ich meine, freundschaftlich begrüßen, herzlich willkommen heißen. Der Blaupaar-Use ist natürlich auch so ein netter Typ und so. Lieber. Dicklicher kleiner. Ja, netter Typ, keine Ahnung. Aber. Man muss da auf jeden Fall. Ja, Emotionen ist wieder sehr emotional. Wortwörtlich. Hygiene. Ach komm, leg dich auch mal schlafen. So. Was haben wir denn hier? Ach so, eine Gruppe, ja. Eine Gruppe, nein, ich möchte es all. Cool, lass uns chillen. Ja, das sagt bestimmt. Das sagt bestimmt Adolf Hitler. Das passt so genau zu dem, was Adolf Hitler so allgemein immer so von sich gibt. Auf jeden Fall so. Darf sie erstmal einen Teller nehmen. Und dann liegen immerhin schon die Hälfte des Sims da. Fast. Im Bett. So. Jetzt liegen sie da. Adolf Hitler auf dem Weg zum Essen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Moment. Ich mache jetzt mal so. So. Verabschiede ich mich jetzt auch von euch für diese Folge. Wo wir das Ganze jetzt noch etwas weitergeführt haben. Unsere erste Gruppe gegründet haben von den beiden. Oh Gott. Die Simpsons zur Schule gegangen. Cool, Bastardien und Kree. Waren allesamt in der Schule. Bastardien hat direkt die erste abgeschleppt. Blaupaar ist scheinbar auch nicht uninteressiert an ihr. Aber gut, wie gesagt, Blaupaar ja auch ein freundlicher kleiner Kauz. Meins bestimmt nicht böse. Aber naja, damit habe ich. Schäde ich mich jetzt. Für euch. Für euch verabschiede ich mich. Nämlich von dieser Folge. Die mag. Tatsächlich. Also ziemlich genau jetzt ist die Dreiviertelstunde angebrochen. Die magische Dreiviertelstunde. Wer Skyrim verfolgt, wird es auf jeden Fall kennen. Nach einer Dreiviertelstunde kommen die Sprachfehler. Bietet sich an, dass wir jetzt am Ende angekommen sind. Ich verabschiede mich. Und sage, das war's. Bis dahin. Und. Ciao.